Das nächste Kapitel ist kurz, können wir auch noch mal ein bisschen nehmen. Dhikrullahi ta'ala, also Gedenken an Allah, stehend, sitzend, liegend, sei es ohne Wudu, im Janabah oder im Hayd-Zustand. Janabah bedeutet, dass ein Mann Al-Ghusl, also Ganzkörperwaschung machen muss, aufgrund von Geschlechtsverkehr oder Samenerguss. Das heißt, das nennt man Janabah. Oder Hayd, das ist die Menstruation. Also egal, ob man Wudu hat oder nicht, man kann Adhkar aufsagen. Das gilt auch für die Ayat, die als Adhkar gelten. Also zum Beispiel, du willst Ayat al-Kursi lesen, weil es ein Gedenken am Morgen und am Abend ist. Brauchst kein Wudu. Normalerweise, Männer, wenn sie Koran lesen wollen, wegen Koran lesen, dann musst du Wudu, darfst du nicht im Janabah-Zustand sein. Wenn du den Mushaf nicht anfasst, brauchst du kein Wudu. Wenn du ihn anfassen möchtest, sagen die Gelehrten, du brauchst Wudu, andere sagen nein, aber darum geht es nicht. Es geht jetzt darum, ich fasse den Mushaf nicht an, ich nehme mein Handy oder ich lese auswendig, Mushaf, also Koran-Exemplar aus Papier. Das fasse ich jetzt nicht an, sondern mein Handy oder aus dem Gedächtnis. Darfst du nicht, wenn du Janabah-Zustand hast. Also du musst die Ganzkörperwaschung machen. Frauen dürfen es. Frauen dürfen im Hayd-Zustand, also während der Tage, während der Menstruation und auch während dem Wochenfluss, also nach der Geburt, die Blutung, Nifas, dürfen Koran lesen, ohne den Mushaf anzufassen. Wer den Mushaf anfassen möchte, muss dann Handschuhe tragen oder irgendwas anderes. Aber natürlich, wenn du die aus der App liest, brauchst du kein Wudu, weil das ist kein Buch aus Blättern und so. So, also Frauen haben die Ausnahme. Warum? Ja, weil bei Frauen dauert es Tage, die können nicht jetzt einfach Russel machen. Der Mann, der kann sofort Russel machen. Aber die Frau kann nicht, die muss jetzt eine Woche warten oder beim Wochenfluss sogar 40 Tage zum Beispiel. Deswegen ist die Erlaubnis für die Frau, du darfst Koran lesen, aber nicht anfassen. Der Mann, nee, du willst lesen, dann mach Russel. Wudu brauchst du nicht, aber zumindest Russel. 1444, Aisha radiallahu anha berichtete, der Gesandte sallallahu alaihi wasallam gedachte Allahs zu jeder Gelegenheit. Und der nächste Hadith, Rasul sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn jemand von euch mit seinem Ehepartner verkehrt, also Beischlaf, und sagt, Bismillah, Allahumma jannibna ash-shaytan wa jannib ash-shaytana ma razaqtana, im Namen Allahs, o Allah, halte den Satan von uns fern und halte den Satan von dem fern, was du uns an Nachkommen bestimmt hast. Und sie dann ein Kind bekommen, dann kann er Satan, also der Satan ihm nicht schaden. Also warum erwähnt der Autor, Al-Imam Nawawi rahimahullah, den Hadith? Also selbst da, beim Beischlaf, sollst du Allah gedenken, vor dem Beischlaf. Das heißt, vor jedem Beischlaf, das ist nicht nur in der Hochzeitsnacht. In der Hochzeitsnacht gibt es noch einen anderen Weg, aber das ist jetzt vor jedem Beischlaf. Zwischen Ehemann und Ehefrau soll man diesen Wikr sagen, damit Allah Azza wa Jal die Nachkommen, die vielleicht dann in dieser Nacht entstehen, bewahrt vor den Shayatin.